Willkommen zurück zu einer weiteren Folge New Super Mario Bros. U Deluxe Challenges. Heute will ich mich nur ganz kurz warm machen, weil im Anschluss die letzten und schwierigsten Zeitattacken anstehen und für die werde ich sicher eine Weile brauchen. Deswegen heute wieder One-Up-Rally und ich versuche mal die beiden hier, die drei Sterne haben, zu machen. Knochentrockengrube, um One-Ups zu erhalten, springe auf möglichst viele Gegner in Folge, ohne den Boden zu berühren. Okay, 30 sind es diesmal zwar nur. Ich kann mir schon denken, was hier die Aufgabe sein wird. Und zwar, ja, man trifft die Knochen trocken und dann muss man sich hier mit Wandsprüngen über Wasser halten, bis die wieder aufstehen. Also wieder mal eine Zeitarbeit. Keine Zeitattacke, aber zeitaufwendig. Ja, ich denke mal, so wie ich das jetzt hier mache, ist das eher suboptimal. Ja, toll. Ich wollte ein bisschen mehr Risiko gehen und die sofort treffen, wenn sie wieder aufstehen, weil das zieht sich eigentlich durch alle One-Up-Herausforderungen durch, dass man das machen muss, sonst geht einem am Ende die Zeit flöten oder aus, besser gesagt. Deswegen werde ich das jetzt mal probieren, auch wenn es im ersten Versuch nicht so gut ausgesehen hat. Ich bin mir jetzt auch gar nicht mal so sicher, ab wann man die treffen darf wieder. Aber es scheint sich wie bei den Koopas so zu verhalten, dass man sie schon dann springen kann, wenn sie gerade am Aufstehen sind. Deswegen werde ich das jetzt auch mal versuchen durchzuziehen. Und es ist gar nicht mal so leicht, aus dem Wandsprung heraus abzubremsen und die dann zu treffen. Weil der Wandsprung so viel Momentum mitgibt. So, ein Drittel habe ich. Nein, nicht twirlen. Okay, Silber ist schon erreicht, aber Gold ist natürlich noch weit entfernt. Und dafür habe ich jetzt auch nur noch circa 30 Sekunden Zeit. Nein, das war ein Doppeltreffer. Dang it, das wollte ich nicht. Da muss ich die beim nächsten Versuch ein bisschen weiter auseinander platzieren. Weil wenn die so nah beieinander liegen, das ist gar nicht gut. Okay, von der Zeit her müsste es locker reichen. Ich darf jetzt nur keinen dummen Fehler machen. Und da ist es geschafft. Okay. Aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Mal schauen, wie weit ich komme. Also man muss wirklich am Anfang darauf achten, dass man die Koopas ein bisschen auseinander platziert. Ja, dass man sie nicht gleich hintereinander trifft, damit alle ineinander liegen. Das ist echt schlecht. Und ja, dann immer sofort wieder draufspringen, wenn sie gerade dabei sind aufzustehen. Null Problemo. So, jetzt noch irgendwas mit Kugelwillis. Habe ich gesehen. Kugelwillige Hopse. Und wie man hier schon erkennen kann, gibt es von den One-Up-Rallys wirklich nicht viele. Scheint wirklich nur aus jeder Sternekategorie 2 oder 3 dann so zu geben. Um One-Ups zu erhalten, wieder mal auf alle Gegner springen, ohne den Boden zu berühren. Und diese Stelle ist eine aus dem Abenteuer, aus dem Level, was stand da? Eiswürfel, Eiswelle. Eiswürfel, Eiswelle. Nein, ich kann es nicht aussprechen. Und der Versuch, es auszusprechen, hat mich jetzt auch schon viel zu sehr abgelenkt. Eiswürfel, Eisfälle 4. So. Und da könnte man tatsächlich genau das hier machen und Leben absahnen. Jetzt ist mir nur dummerweise der Kugelwilli abgehauen. 60. 60. Das ist ja mal eine Hausmarke. Ich meine, super wichtig, in einen Rhythmus reinzukommen und sich vor allem zu merken, wo der nächste Kugelwilli rauskommt. Sonst passiert das, was mir gerade passiert ist. Wieso haben die jetzt alle auf einmal geschossen? Das haben die bisher nie. Ach so, weil ich gleich am Anfang zu dem Launcher hingelaufen bin und wenn man neben einem Launcher steht, dann schießt der ja nicht. Ich
Ich glaube, das war's. Ja, will ich überhaupt, dass die alle vier losballern hier gleich zu Beginn? Will ich eigentlich gar nicht, ne? Nee, ist super nachteilhaft. Dang it, was war das denn für ein Lappensprung? Das war kein Abtropfen, aber irgendwie habe ich auch nicht die Höhe bekommen, die man normalerweise bekommt, wenn man von Gegnern abspringt. Super merkwürdig. Und werde ich gerettet? Ich werde nochmal gerettet. Ist das stressig? Nein! Wenn die gerade noch kommen, kurz bevor man schon an der Höhe vorbei ist, wo man sie noch treffen kann, ist mega schwer. Und ich muss doppelt so viel schaffen. Okay, geschafft. Boah, es geht mir da die Düse. Und das, genau das, ist mir vorhin schon mehrmals fast passiert. Hey, Super Mario 64. Wahrscheinlich bin ich deswegen gestorben, unterbewusst. So, jetzt bin ich wärmer, als ich eigentlich wollte. Und so stürze ich mich jetzt in die Zeitattacken. Sind tatsächlich nur noch zwei. Ich war mir sicher gewesen, es wären drei noch gewesen, aber zwei sind mir ehrlich gesagt ganz recht. Aufstieg im Turm der bewegten Steine. Dafür muss das Level Sandkuchenwüste Burg herhalten. Und ich muss nur den Zielring erreichen. Also Bum Bum zu besiegen gehört nicht dazu. Wäre auch ein bisschen heftig in 60 Sekunden. Ach so, das ist natürlich... was ist denn das überhaupt? Stimmt, Eingangsbereich. Jetzt ist halt die Frage, darf ich hier überhaupt diese Steine benutzen? Oder ist das viel zu langsam? Muss ich mich vielleicht einzig und allein mit Wandsprüngen und so vorarbeiten? Uah! Und wenn ich die Steine benutzen darf, dann darf ich sie maximal bewegen. Sonst, ja, hier könnte ich hoch, wenn ich den ganz kurz öffne. Also versteht, was ich meine, ne? Ach so, komme ich da vielleicht sogar irgendwie so hoch? Kann ich da tricksen? Ich werde es mal ein paar Mal versuchen, da zu tricksen. Eine Stampfattacke unter der Röhre zu machen, um dann hinein zu shiften quasi. Aber das war ja jetzt erst die erste Hälfte von dem Level. Oh Gott, das ist ein Kackbeginn. Und meine Zeit für die Goldmedaille war schon um. Was machst du denn? LOL! Hör doch auf jetzt! Dämliches Steuerkreuz! Also das fühlt sich jetzt eher suboptimal an, was ich hier mache. Aber es passt halt auch nicht, ne? Das Level ist nicht dafür ausgelegt, dass man hier ohne die Steine zu bewegen hochgeht. So, jetzt versuche ich es nochmal. Nein, was machst du denn? Oh, das ist super knapp. Aber ich glaube, man kriegt das echt nicht hin. Ich muss mal versuchen, den Knochen trocken zu eliminieren. Damit ich das hier üben kann. So. Oh, geht. Geht tatsächlich. Ohne den Stress des Knochentrockens geht's. So, kann ich hier irgendwas reißen, ohne die Steine zu bewegen? Die sind schon ein bisschen arg weit auseinander. Weiß nicht, ob es da vielleicht sogar besser wäre, das Ding zu aktivieren. Was passiert denn da eigentlich? Wie verschiebt sich das? Ja, das ist eigentlich ganz okay. Das lässt sich relativ zügig machen. Und in 5 Sekunden bin ich tot, nicht wundern. Weil dann ist die Zeit abgelaufen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dafür brauche ich mindestens 1,5 Stunden, bis ich hier durchkomme. Auch nur ansatzweise durchkomme. Und dann auch noch so schnell, um die Goldmedaille abzugreifen. Brutal. Einfach nur brutal. Ah, man kann da nicht...
Man kann es nicht machen, ohne den Knochen trocken zu killen. Dann lohnt sich das nicht. Boah! Krieg ich halt auch nicht jedes Mal hin, ne? So, jetzt wird's gefährlich, wegen dem Sack hier. Wenn ich hier direkt hochkommen würde. So. Also das hier scheint auf jeden Fall aktiviert werden zu müssen. Zumindest teilweise. Komm schon, zeig mir den Zielring. Lass ihn mich wenigstens sehen. Nein, ich muss hier noch so viel machen. Was ist das hier jetzt für ein Krampf? Leute, der Zielring ist einfach nirgends. Oh, das muss ich aufmachen, ne? Ja. Okay. Das ist ein Anfang, aber ganz ehrlich, ich glaube, es wäre schon interessant, noch ein paar Strategien rauszufinden, aber ich zeige da einfach den erfolgreichen Versuch. Das ist zu heftig. Ihr seht's, das ist zu heftig. Schauen wir uns lieber noch in die nächste rein. In höchste Höhen geschraubt. Schon wieder? Oh, schon wieder was mit Schrauben. Auch hier gilt es, den Zielring zu erreichen, aber die Burg ist diesmal die aus den Kandis-Minen. Also. Man kann hier wahrscheinlich sehr früh von diesen Plattformen abspringen, um Bereiche zu skippen. Und ich finde, Speedrunnen in diesen vertikalen Leveln... Nee, warte, ist das vertikal? Ja. Das ist 100-mal schwieriger als auf einer Ebene. Toll. Danke für den Kaizo-Block. Weil man nach oben wirklich nicht sehr agil ist. Und das auch nicht gewohnt ist. Man kann nicht rennen. Man muss so viel durch Sprünge erzielen. Okay, da geht's direkt hoch. Das mag ich. Aber die Gold... Die Goldmedaille ist weg. Und zwar jetzt. Und ich bin wieder mal... ich müsste hier direkt hoch. Ja. Kann ich den ganzen Umweg nehmen? Okay, vielleicht den einen kaputt machen, um anschließend hier hochzugehen. Und dann hoffen, dass das hier einfach geöffnet ist, tagsüber. Okay, immerhin gleich mit dem ersten Versuch an den Zielring gekommen. Trotzdem fehlt da natürlich noch einiges. Halleluja. Aber das spielen wir jetzt nochmal gemeinsam, bevor ich dann ebenfalls auf die Aufzeichnung zurückgreifen muss. Vielleicht finde ich ja noch die ein oder andere Strategie. Ha, dankeschön. Du hast in allen Zeitattacke-Herausforderungen mindestens eine Bronzemedaille erhalten. Das ist insofern eine gute Nachricht, dass es keine weiteren mehr gibt. Also wenn ich die zwei hier gemeistert habe, dann ist Zeitattacke vorbei. Naja. Man muss aber richtig viel Arbeit reinstecken, wenn man die haben will. Ja, das ist doch kacke hier. Was mache ich eigentlich? Ich bin mir schon unsicher, was ich hier eigentlich machen soll. Gleich am Anfang. Es gibt so viele mögliche Wege und Strategien, wie man das hier angehen kann. Gibt es eine Möglichkeit, hier direkt hochzugehen? Lass mich das mal versuchen. Ja, das ist, also die meiste Zeit werde ich jetzt wahrscheinlich... Aha, das ist gut. Gar nicht schnell unterwegs sein, sondern erstmal verschiedene Strategien testen. Immer vergesse ich, dass da oben eine Sackgasse ist und ich hier umsteigen muss. Ist auch schon mal eine Katastrophe. Ja, und dann halt, ja, hier abzusteigen lohnt sich nicht wirklich. Ich muss die Gegner killen. Ich muss die Gegner von unten anstupsen, damit die mir nicht im Weg sind. Warte. Hier rum, wesentlich schneller. Ja, man darf eigentlich überhaupt nirgendwo den Weg nehmen, den man während des normalen Spielens nehmen würde, ne? Ist immer langsam. Ich nehme mir die Zeit, die ich nicht hab. Und da ist man ein bisschen auf RNG angewiesen. Weil der kann nach rechts oder links laufen und wenn er das eine macht, also wenn er nach rechts läuft, dann hat man da keinen Platz zum Stehen und man müsste ihn vorher umboppen, was aber natürlich Zeit kostet. Okay, Leute, ich kommentiere das dann nach. Bis gleich. Wow, das war wirklich eine knackige Challenge, wo ich anfangs gedacht habe, das ist ja unmöglich. Aber dann habe ich mich doch irgendwie rangearbeitet und das... macht an diesen Speedrun-Challenges auch den Spaß aus. Hier in diesem Level war auf jeden Fall die Strategie wieder wichtiger als die eigentliche Ausführung.
Ja, erstmal rausfinden, welche Steine kann ich überspringen, welche muss ich überspringen. Und wann lohnt es sich überhaupt, ja? Es ist nicht immer gleich offensichtlich, was schneller ist. Und wie man hier sieht, probiere ich auch jede Plattform genau zu erwischen, also nicht darüber hinaus zu springen, damit ich nicht Zeit verliere durch das Fallen. Ja, man muss überall die Hundertstel Sekunden rauskratzen und auch mal ein paar Sprünge probieren, von denen man zuerst denkt, ich glaube, das klappt nicht. Hier mal kurz den Drehknopf aktivieren, dann passt das nämlich alles wunderbar zusammen. Jetzt bleibt die Zeit kurz stehen, solange man sich in der Röhre befindet. Zeit, um die Luft anzuhalten, bevor man hochgeschossen wird. Aber ich habe sogar mit einer 58,46 geschafft. Also letztendlich hat man da noch ein bisschen Puffer drin, auch wenn man nicht alles perfekt macht. Die letzte Challenge hier fand ich wesentlich einfacher als die davor. Was allerdings auch daran liegt, dass ich ein paar Techniken einsetze, die wahrscheinlich nicht vorausgesetzt sind, um das hier zu schaffen. Wie zum Beispiel, sich mit der Stampfattacke auf solche Ebenen drauf zu klippen. Und ich gehe auch insgesamt sehr viel Risiko. Nachher ganz knapp an so einem Sumo Brother vorbei. Bei dem man allerdings ein bisschen Glück haben muss. Weil der kann zwei Dinge machen. Entweder weglaufen, direkt in einen rein oder nochmal eine Stampfattacke machen. Der hier. Er ist sogar in meine Richtung gelaufen, aber weil ich so knapp an die Kante rangekommen bin, hat es trotzdem gereicht. Ja, sonst ähnlich wie das Level davor. Man muss sich echt aussuchen, welche Plattform man hier zum Schrauben benutzen kann und welche nicht. Und welche man besser überspringt. Aber dann ist auch das relativ gut zu schaffen. Und während mich die Challenge davor so circa 30, 40 Versuche gebraucht hat, waren es hier nur circa 10. Also es war komischerweise wesentlich einfacher. Vielleicht lag es auch daran, dass ich schon richtig warm gespielt war durch das davor. Das ist die Aufnahme, also nicht die Aufzeichnung, die ihr jetzt gerade gesehen habt, weil ich das hier drin haben wollte. Die Glückwunschnachricht, habe ich mich erinnert, dass das ja noch kommt. Du hast in allen Zeitattacke-Herausforderungen eine Goldmedaille gewonnen. Das ist doch schon mal etwas. Und dann schauen wir uns im nächsten Part weiter mit den One-Up-Rally-Challenges und der Münzsammlung um. Da sind auch noch ein paar richtig deftige dabei. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Ciao.